Aufgrund des Einmarschs der Truppen von Russland, muss man sagen, findet hier jetzt leider Gottes eine Mahnwache statt. Und ich stehe hier mit Vitali und du kannst die ganze Situation bestimmt besser einordnen als ich, oder? Hallo erstmal. Mein Name ist Vitali Fleming. Ich bin der Vorstandsmitglied von Rhein-Dnipro, deutsch-ukrainischen Verein, was hier in Koblenz in 2015 gegründet wurde, als die ersten kriegerischen Handlungen in der Ostukraine angefangen haben. Und das, was wir heute Morgen mal erlebt haben, das ist natürlich eine riesige Steigerungsstufen von dem allen, was wir bis jetzt gesehen haben seitens Russland. Bis jetzt wurden Separatisten nur mit Waffen unterstützt und es wurde alles getan, um der Russland sich nicht entlarvt als Teil des Konfliktes. Heute wurde das alles mal öffentlich ausgetragen und die russischen Kräfte, die greifen tatsächlich ein freies, demokratisches Land mit freien, demokratisch gewählten Regierung. Was für eine Gefühlslage hat man, weil demnach hast du ja bestimmt auch ukrainische Wurzeln, oder? Nein, ich habe keine ukrainischen Wurzeln. Ich bin eigentlich mal in Kasachstan geboren. Ich habe eine Ukrainerin geheiratet. Auch mal hier in Deutschland haben wir uns mal kennengelernt. Und ich habe aber sehr viele Freunde, besonders aufgrund von meiner 6-jährigen Tätigkeit im Verein, habe ich sehr viele Freunde in der Ukraine. Teilweise sind das die Witwen von Leuten, die gestorben sind auf dem vorderen Front. Teilweise sind das nur Kinder, die hier mal waren, um hier Erholung gesucht haben von schlimmen Kriegsgeschehnissen, was die mal beobachten können bei sich im Heimatland. Und die Gefühlslage, die ist natürlich sehr, sehr schwer, weil ich weiß, die Leute, die ich mal kenne, die Leute, die mir auch nahe stehen, die können jeden Moment getötet unter Geschuss geraten oder halt auf ein okkupiertes Territorium mal landen, wo die mal kein Auskommen mehr finden. Ich habe geweint. Das ist wirklich schwer. Da fehlen mir ehrlich gesagt gerade ein bisschen die Worte, weil das geht einem ja schon sehr nahe. Aber was erwartest du jetzt quasi von Deutschland, von der deutschen Regierung in dieser Sache? Ja gut, mir ist das durchaus klar, dass Deutschland als NATO-Mitglied auf keinen Fall die Soldaten mal schicken wird, um die russische Boden zu verteidigen. Ich kann auch mal ein Stück weit verstehen, dass Deutschland keine Waffenlieferungen an die Ukraine genehmigt. Letztendlich, das ist auch mal freie Entscheidung von deutschen Regierung. Und die Regierung wird auch bestimmt ihre Gründe haben, warum die Waffen dort nicht geliefert werden. Was ich von deutschen Regierung auf jeden Fall erwarte, dass wir die enge Verbundenheit mit Russland, was die Energiepolitik zum Beispiel angeht, was die Abhängigkeit von Deutschland abgeht, von russischen Lieferungen etlicher Art, so weit wie möglich mal unterbindet und freispricht. Weil letztendlich, vor kurzem habe ich in einem Interview gehört, dass Deutschland ist im gesamten Europa das schwächste Land, was die Verbindung nach Russland angeht, weil die ist viel zu viel abhängig von russischen Gaslieferungen und von russischen Öllieferungen. Ich möchte bitten, dass diese aufhören soll und deswegen begrüße ich mal sehr die Energiewende, dass Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen letztendlich mal bietet, damit wir auch mal nicht an solche Regime wie Putin abhängig sind und weiter den Aggressor, der frei gewählte demokratische Regierung mal stützen möchte mit Geldern, die er letztendlich mal im Westen verdient hat, zu unterstützen. Dann wird es sich doch sicher freuen, dass laut deutsche Presseagentur Informationen mittlerweile Sanktionen erlassen werden oder darüber diskutiert wird, zumindest in der EU, dass man halt eben gerade auch im Bereich Energie halt eben Sanktionen verlässt, oder? Sicher, die Nachrichten, die jetzt kommen, Es gibt sehr viele und die überschlagen sich mal teilweise. Ich versuche mal, das alles anzuordnen und nachzuverfolgen. Die Stilllegung von Nord Stream 2 habe ich mit Jubel empfangen, muss ich ehrlich sagen. Und die Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, persönlich gegen den Herr Putin, persönlich gegen Duma-Abgeordneten, die nichts anderes als eine Marionetten von Putin sind und bei ihm keinen demokratischen Wahlen, ehrlich gesagt, gewählt wurden. Alles das kann ich nur begrüßen. Und wenn es Steigerung geben könnte, möchte ich mal bitten, dass diese Steigerung auch ergriffen wird.
Eben in deiner Rede bei der Mahnwache hast du davon gesprochen, dass schon Soldaten behandelt wurden. Wie wichtig wird es sein, dass hier in Deutschland die Medizin unterstützt, wenn Leute aus der Ukraine hier hinkommen sollten zur medizinischen Versorgung? Also die ukrainischen Soldaten wurden hier im Bundeswehrzentralkrankenhaus seit 2015 behandelt. Und es ist eine Teil von groß angelegten Aktionen von Bundesregierung, die nicht nur hier in Koblenz, sondern auch in anderen Bundeswehrkrankenhäusern mal stattgefunden hat, wie zum Beispiel in Hamburg und Nürnberg. Ich begrüße das sehr. Allerdings muss ich mal sagen, hier werden nur 100 Leute behandelt. Es werden aber alleine heute mehr als 100 Leute verletzt. Und die Deutschland kann nicht alle behandeln hier in Deutschland. Es ist viel besser, wenn der Krieg aufhört, damit gar keine Verletzten gibt, anstelle von Verletzten zu behandeln. Und ich bin dankbar, wirklich dankbar der deutschen Regierung, die auch mal ständig mal demokratische Bemühungen auch anderen Ländern, wie zum Beispiel in Georgien 2008, unterstützt hat. Übrigens, hier in Koblenz wurden unsere Soldaten, also ukrainische Soldaten, wurden von Ärzten behandelt, die bereits die Angriffe von russischen Waffen kennen aus dem Georgienkrieg. Und ich bin dankbar dafür, dass diese Möglichkeit gibt. Aber ich möchte auch mal bitten, das auch auf politischen und auf ökonomischen Wegen weiter auf Russland anzuwirken, damit diese Kriege, die Herr Putin ständig mal an einer oder anderen Stelle mal anzettelt, einfach aufhören. Jetzt muss man sagen, in ganz Deutschland sind mittlerweile Mahnwachen an den Start gegangen. Was bedeutet das für dich, dass halt doch das Mitgefühl der Deutschen vor allen Dingen vorhanden ist? Ich habe heute sehr viel Zuspruch auch von meinen deutschen Kollegen und Freunden mal erfahren. Das rührt mich sehr tief, natürlich. Ich wohnte nie in der Ukraine. Ich war dort 5 oder 6 Mal und das hat mir gereicht, dieses Land in mein Herz zu schließen. Besonders wenn meine Frau mal dort geboren und aufgewachsen ist. Und ich komme auch mal aus einer ehemaligen sowjetischen Republik. Und die Unterstützung von demokratischen Bewegungen hier in Deutschland für die Leute da in der Ukraine bedeutet mir sehr, sehr viel. Und persönlich für mich bedeutet das, dass ich jetzt zum Beispiel weiter nach Frankfurt fahre, wo eine weitere Veranstaltung stattfindet, was ich unbedingt mal mitmachen muss, beziehungsweise mitmachen möchte, weil ich muss meinen Wut auch freisprechen. Vielen Dank, Vitali. Mittlerweile ist es auch so, dass eine Ausgangssperre verhängt wurde in Kiew und man kann gar nicht sagen, wie sehr wir alle in Gedanken bei den Leuten in der Ukraine sind und wir werden weiterhin natürlich für Sie dabei sein und auf dem Laufenden halten.